Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Sekiro, ich habe beim letzten Mal doch ein bisschen Fortschritt schon wieder gemacht. Bin jetzt hier vor so einem Affen und bei der Schlange. Beides irgendwie ein bisschen nervig. Die Schlange, da verstehe ich überhaupt nicht, was los ist. Vielleicht kann mir da im Chat irgendwer so einen kleinen Hinweis zumindest geben, was hier los ist bei der Schlange, weil. Also, gefühlt habe ich alles probiert. Ja, und der Affe ist wahrscheinlich einfach ein nerviger Boss, hätte ich jetzt gesagt. Hoppla. Lass die Schlange aus, kein Boss. Okay. Er furzt. Er furzt auch noch. Glaubst du ja nicht. Ja, bin ja. Was willst du machen, ne? Keine Ahnung. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Bei dem Griff sollte ich vielleicht springen. Bei dem Griff ist, glaube ich, springen besser. Vielleicht komme ich drüber über den. Mist.
Nee, den fühle ich ja so überhaupt nicht, diesen Affen. Keine Ahnung, das... Oh, das... Dass ich halt auch so gar keine Ahnung habe, was ich tun soll, macht mich... fertig. So, hier waren jetzt diese kleinen. Nee, ach Mann. Ey. Okay. Was ist das hier? Sieht wild aus. Rot-weißes Windrad. Ein kleines Windrad aus rotem und weißem Papier auf halber Höhe auf dem Berg Kongo gefunden.
Halber Höhe. Na, danke. Ah, da drüben ist so eine... Ist so ein Ding wieder. Jetzt geht's darüber und ich... Vielleicht... Geht's auch hier unten entlang. Kann ich da rüber hüpfen? Nein! Ach, er hüpft nicht, ne? Weil er 3 Schritte braucht, um den Sprung auszuführen. Oh Gott. Ist das hier die falsche Richtung, in die ich laufe? Es sieht fast so aus. Als wäre das hier eigentlich in die andere Richtung gedacht. Oh, habt ihr mich erschreckt, ey. Mein Gott. Weißes Windrad aus weißem Papier. Affenschnaps, Alkohol, der durch Tau, der sich in einem hohen Baum sammelt, entsteht. Früchte, die von Affen in Baumhüllen versteckt werden, können fermentieren und mit etwas Glück zu Sake werden. Rauen Geschmack bekannt, doch manche finden diesen besonderen Geschmack unwiderstehlich. So, wie mache ich jetzt hier das Loch auf? Gar nicht. Hier. Schwarzes Schießpulver, okay. Hier kann ich jetzt eine Glocke läuten, nee, lesen. Läute diese Glocke nicht. Es ist tugendhaft, das Unglück herauszufordern. Doch nur die Tapfersten sollten es wagen. Erstmal gucken, wo ich hier rauskomme. Selbst bevor ich hier irgendeine Glocke läute. Oh. Nee, hä? What the fuck? Okay, vergiss es. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kopfloser. Brauche ich nicht. Führt zur Dämonenglocke.
Oh, dann läuten wir doch mal eine Glocke. Unheimliche Last. Glockendämon, ein dämonischer Geist gefangen in der Eisenglocke des Senpo-Tempels, ergreift Besitz vom Läutenden. Stärkt Feinde im Umkreis. Der Glockendämon bringt Not durch. Vielleicht auch etwas bessere Beute. Der Gebrauch hat keine besondere Wirkung, außer den Dämon zu vertreiben. Der Gebrauch hat keine besondere Wirkung, außer den Dämon zu vertreiben. Und wie werde ich das jetzt wieder los? So nicht, vielleicht sterben. Hey, kill mich mal. Nee, es ist immer noch da. Das ist jetzt doof. Das ist doch ein Scheiß jetzt. Warum habe ich jetzt so einen Unfug? Bin ich jetzt deswegen hier hoch? Wie komme ich denn jetzt? Ich will doch wo ganz woanders hin. Muss ich jetzt hier wieder außenrum zurück oder was? Sekiro war zu einfach bis jetzt. Ey, Leute! Was soll ich denn machen? Da stand Leute die Glocke. Bin doch ein krasser Boy. Okay. Okay, alles klar. Ich muss den Scheiß doch auch irgendwie wieder loswerden. Habe ich nichts, was einen Dämon vertreibt? Ja, ja. Kann ich irgendwas futtern? Dämon vertreiben? Aalleber, bestimmt. Die Konfekte? Hm, weiß ich nicht. Lautlos und unsichtbar. Reduziert für Kürze den Schaden an der Heilung. Raraf. Ey. Ich habe ein Item. Roter Klumpen. Göttliches Konfetti. Zur Verbannung von Erscheinungen. Ist das eine Erscheinung? Weiß ich nicht. Knallsamen. Ach, hier. Ah, okay. Das ist wie die Krankheit durch Umarmung bei der Lady in Elden Ring.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie komme ich denn dahin zurück? Will ich da überhaupt hin zurück? Oder bin ich jetzt dumm gerade, weil ich... Weil ich hier den Weg nicht sehe. Lass mich jetzt da hoch. Hatte ich irgendwo vorher noch eine Figur des Bildhauers gefunden? Ja, hier rüber, aber da muss ich ja wieder die ganzen kleinen Bastarde bekämpfen. Ich will nur darüber wieder. Das ist ja eine Schweinerei. Aha. Das hat geklappt. Das nicht. Okay, man kann von dieser Kante nicht da hoch springen, oder was? Oh, was ist das hier alles? Was soll denn das jetzt hier? Lasst mich doch einfach diesen Weg entlang laufen. Oh, meine Fresse. Hallo! Ich war doch da gerade oben dran. Na bitte, geht doch. Okay. Okay. Ach, scheiß drauf. Dann laufe ich halt nochmal über die kleinen Bastarde da unten. Okay, so schwer war es gar nicht. Hey, wer bist du denn? Nein, nein, nein. Warum steht hier ein Ritter? Nein, falsche Taste. Mist. Warum steht hier so ein fetter Ritter rum? Bin ich in der Zeit des Kreuzzugs gelandet hier, oder was?
Das gibt's nicht. Was ist das? Danke. For the sake of put down. Oh, warte. Hä? Es hieß doch, dass dieser Speer dafür da ist, dass ich Rüstungen... Der Boss selber gibt das Backseat Gaming? Was sagt er denn? Ich hab da nicht aufgepasst. Ich bin in dem Moment... Nee, ich wollte doch den Speer benutzen. Ich check's nicht. Tschüss. Du bist seltsam. Du bist schon wieder so ein Boss, der nicht funktioniert, wie es funktionieren, wie es das Spiel einem erklärt hat. Ja, okay. Der Speer, bei dem Speer heißt, ich kann damit Rüstungsteile entfernen von Gegnern. Der Speer wurde mir gegeben mit, ich kann Rüstungsteile entfernen. Und jetzt funktioniert's nicht. Ja, voll. Was ist das?
Was soll das? Steve, alles klar, schön, dass du am Start warst. Rüstung entfernen war eine der berühmtesten Techniken von Gyobo Oniwa. Ein Fessel weitreichende Stoßhandeln, kleine Feinde werden zum Träger hingezogen, kann sogar einfache Rüstungen. Okay, das ist keine einfache Rüstung. Okay. Wie kriege ich ihn jetzt runtergeschmissen? Ist die Frage, weil das ist die andere Option, die ich sehe. Dass er da runterfällt. Sag mal, bin das nur ich oder funktioniert dieses an der Wand halten wirklich scheiße in dem Spiel? Aber wie kriege ich es hin, dass er runterfällt? Mit der Axt? Ist scheiße, okay. Na, immerhin. For the sake of my soul, put down. Nee, auch nicht. Also... Komm, hau mal hier die Wand kaputt, bitte. Was soll ich denn machen? Die Axt bringt nichts, der Speer bringt nichts. Treten kann ich auch keine Gegner, dass ich irgendwie die eine Richtung hauen könnte oder sowas. Verstehe ich nicht. Ach, fuck off, ey.
Ey. Das Spiel ist ja so gut. Das Spiel ist echt super. Das ist doch ein Scheiß. Ah, danke. Ha, was habe ich denn sonst noch so? Habe ich hier noch irgendwas? Feuer. Und Gift. Aber... Leute, sagt mir einfach, was ich machen muss. Es ist... Diese ständige Rumrätselei, weil man Gegner nicht so bekämpfen kann, wie einem das Spiel irgendwie versucht, das zu erklären, ist... Das... Muss ich den irgendwie versuchen, runterzuschubsen, oder was? Aber wie schubse ich ihn dann runter? Einen Sturmangriff. Nachdem er so brüllt, vielleicht. Also tatsächlich runterschubsen, war die Vermutung richtig. Irgendwie schauen, dass er nach unten fällt. Deathblow, was ist das? Ah, der rote Punkt an der... Ah! Okay. For the sake of my Ah, guck mal an. Na, das war ja... Wenn ich weiß, dass es durch den roten Punkt funktioniert, geht's doch. Hauch der Natur, Schatten, eine latente Fähigkeit, die nach einem Todesschlag Haltung wiederherstellt. Ein Genie muss damit rechnen, dass seine Feinde zahlenmäßig überlegen sind. Nach dem Tod eines Feindes muss er ausatmen, um Bedauern loszulassen und seine Haltung zurückzuerlangen. Das Ausatmen wird durch Kämpfe gegen starke Feinde verstärkt. Okay. Einfach nur in eine bestimmte Richtung den Todesstoß machen. Okay. War das hier? Ja. Nice.
So, da oben will ich hin. Dankeschön, Raraf. Das hat sehr geholfen. Es ging zügig jetzt. Ja, die sehen mich doch, wenn ich ninja-mäßig jetzt unterwegs bin und darüber gehe. Ja, sag ich doch. Ich will aber nicht unbedingt gegen die kämpfen. Hast du mich jetzt bemerkt, lol? Hier ist niemand. Ach, dann bekämpfe ich dich jetzt halt. Ach, das war ein Griff, lol. Okay, ach, weißt du was? Okay. Nerv nicht. Nerv mich nicht. So, was ist hier unten los? Ich denke, da oben links geht's weiter, aber vielleicht gibt's da unten irgendwas Spannendes zu holen. Ach, wobei, eigentlich gibt's in dem Spiel hier nichts Spannendes zu holen. Bisschen Konfekt zwischendurch, aber das war's dann auch schon wieder. Wo geht's hier weiter? Gar nicht. Was ist das? Lass mal gut sein, Jungs. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Klar. Natürlich will ich diese... Hä, du lebst wieder? Habe ich dich nicht gerade umgebracht? Lol, die stehen wieder auf. Okay, vergiss es.
Was ist das hier alles? Fettwachsklumpen. Warum kann ich hier... Was ist hier? Aha. Ich glaube, hier ist nichts Spannendes drin. Spawnpunkt und weiter geht's. Hi. Was seid ihr denn jetzt? Ach so. In der Nähe vom Leuchtfeuer konnte ich was anklicken, na dann. Gucke ich doch nochmal schnell. Was ist das? Warum läute ich hier jetzt einfach eine Glocke? Er geht hin und läutet da eine Glocke mit lauter Feinden außenrum und unsterblichen komischen Schneidersitz-Tausendfüßlern. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was gesagt wurde, warum ich hier eine Glocke läuten sollte. Wait. Was ist das hier jetzt? Affen. Och nee, nicht schon wieder Affen. One of the panels is empty. Oh, ein scheiß Affe, Mann. Glocke der Hallen der Illusion. Eine fünfstrahlige Glocke aus veralterter Bronze, mehrfach anwendbar. Wenn sie erklingt, kehren Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Ein im Wandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. Was? Oh, Leute, dieser... Das ist schon wieder Beschreibungstext aus der Hölle. Was ist denn der ursprüngliche Zustand? Die Affen, die sind alle seltsam. Von denen ist niemand im ursprünglichen Zustand. Ein Affe sollte auf dem Baum sein und vor Menschen abhauen, genauso wie Wölfe. Die greifen mich aber alle an. Ein im Wandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. Was soll der Blödsinn? Muss ich die Glocke irgendwo ausrüsten, oder? Die wird ja nicht hier dabei sein. Wo ist die Glocke? Ist das ein Prothesenmodul? Nee, ist das ein Gegenstand zum Benutzen? Da. Hä?
Was ist mit dir, Affe? Ha, warum haust du vor mir ab? Ach, hier falle ich runter, okay. Was ist das hier? Ich höre ihn doch die ganze Zeit hinter mir. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn killen kann. Und da wird mir was gelb angezeigt. Ah, da. Nee, was? Wo? Wie? Warum? Die Taste habe ich nicht gedrückt. Ich habe dich gesehen. Was zum... Nee, nicht die Glocke. Och nee. Ja, nee, zum Glück. Du zählst nicht als Illusion. Okay. Wo ist jetzt der Sack hin, der hier war? Wo ist er hingerannt? Ah, da ist er. Ey! Dämlicher Affe. Und dann diese unfassbar präzise Steuerung von diesen... Komm zurück! Ist das mies? Wie komme ich schneller an den ran? Ey! Nee! Kann ich euch... Das war jetzt unnötig, diese Kügelchen zu fressen. Okay, wo bist du aktuell? Dort. Ist immer noch der eine hinter mir irgendwo.
Du Bazi! Na bitte, geht doch. So, und wie komme ich jetzt an den ran, der hinter mir herläuft die ganze Zeit? Habe ich schon probiert, nach hinten zu schlagen. Es geht aber nicht. Ist das der Teil, bei dem man Glück braucht? Wie oft muss man es probieren, bis es funktioniert? Ah, ich habe ihn erwischt. Nice, einfach lucky zwischen reingehauen. Lol. Und das war jetzt... Okay, keine Ahnung. Das finde ich jetzt irgendwie... Meh. Was soll das? Please, forgive them. They only sought to keep me hidden. However, it seems it was not meant to be. Ja. Close your eyes. Let us meet at the inner sanctum. Ah, das ist der andere. Der andere mit dem Drachenblut. Der Kumpel von unserem. Der auch die Unsterblichkeit verbannen wollte. Das Opfer wie eine Marionette manipuliert, klingt witzig. Mal im Hinterkopf behalten. Versuchen. Ich versuche es im Hinterkopf zu behalten. Da. Auf jeden Fall das tun. Hey, grüß dich. Why do you seek this place? I seek the mortal blade. Do you know of the blade that cannot be drawn? Yes. It is so called, for not one who has drawn it has ever survived. Yet you still wish to attempt this. Yes. I do. I see. Very well. If you are prepared, you may gaze upon the blade. Why is it, I wonder, are they not loath to die? Weil ich einfach wieder aufstehe. How are you? Your eye. I see. Ja, ich habe Rattenfäule. Carry the curse of the dragon's heritage. The mortal blade.
Ein Odachi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Es wurde lange im Senpo-Tempel versteckt und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert, gütiges Geschenk der Tränen. Danke. Sollte ich nochmal mit dir reden? I see you serve the divine heir. Yep. Why do you seek the mortal? I wish to obtain the dragon tears from the divine realm. Tränen des Dragon, ich möchte die fesseln. I see. I have read there is a way. Wir gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder, also gibt es noch mehr? Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Es ist richtig, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen, aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Ich teile die Einstellung des Erben. Danke. Danke. Reis. Reis. Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers erstellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenbluts für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. This is rice? There you are. Rice is a precious thing. It tastes better the more you eat it and restores one's vigor. Shinobi of the you are welcome. Du bist hier willkommen, um Reis bitten. Bist du mir den göttlichen Erbe? Der Reis ist noch nicht bereit für die Ernte. Du bekommst mehr, wenn die Ernte abgeschlossen ist. Okay. Mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Alright. Dann kann ich hier immer wieder... Was ist das? Hallen der Illusion? Nee, da will ich eigentlich nicht wieder hin. Oder sollte ich da jetzt nochmal hin? Ich wäre jetzt hierher wieder gegangen und dann weiter. Ich bin etwas erstaunt, dass hier kein Endboss ist. Also diese Affen, ja okay, aber... Okay. Ich weiß nicht, wo es jetzt da nach unten geht. Ach lol. Hä? Okay. Na dann vielleicht doch hier lang. Seid ihr denn hier für welche?
Hallo, hau ihn doch! Hallo! Da war ein rotes Zeichen! Er hat einfach nichts gemacht, er ist abgefackelt. Einfach sein Schicksal akzeptiert. Ich bin am Brennen, ich kann nichts mehr tun. Ich fackel jetzt hier ab. Hallo? Senpo-Stils ermöglicht. Die jungen Senpo, Tempelsmeister, die streben nach Tugend der Kampfkünste. Unabdinger sind wie eigenen Fäuste und strenge Disziplin, um die Feinde Buddhas zu besiegen. Sie wurden jedoch in einer besessenen Sterblichkeit ergriffen. Aha. Wie, das war jetzt der Boss hier? Das war's? Das war das Mönch-Level? Die hässlichen Affen? Affen, 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 überall Affen. So, und wie komme ich jetzt am schnellsten? Ha. Okay. Muss ich hier im unterirdischen Wasserlauf auch irgendwas machen? Bestimmt. Oh, versuche ich jetzt diesen dummen Affen zu besiegen. Nochmal. Du kannst doch den lila Dude machen. Da ist mir der Affe lieber. Hinter dem geht's weiter. Doch, geht's da tatsächlich noch ein Stück? Geht's da noch irgendwo hin? Ich meine, ich kann jetzt dreimal auf... Ah nee, ich kann ja nur einmal aufstehen, weil... So die reinste Dummnummer. Ohne Scheiß. Es ist so die dreinste idiotische Dummnummer. Oh Gott. Bitte sag mir den Trick. Ich finde das scheiße. Ich finde das richtig scheiße hier. Gibt's irgendeinen Trick? Oder muss man einfach Lucky sich da durchboxen irgendwie? Nicht treffen lassen. Oh, Leute. Oh, okay. Oh. Ist das bescheuert? Ja, du kannst dich da rumschwingen. Und was mache ich dann? Ich muss ihn ja trotzdem ab und zu mal... Ich muss ihn ja trotzdem ab und zu mal treffen. Und dann sollte ich ihn ja auch noch anvisiert haben, wenn ich mich rumschwinge. Dann kann ich mich nicht zum nächsten Baum schwingen, weil es funktioniert nicht richtig. Also, keine Ahnung. So, dann schwinge ich, dann will ich die Kamera drehen, das dauert aber 100 Jahre. Fühle ich überhaupt nicht. Also, keine Ahnung, das Rumschwingen, und der macht die Bäume ja auch kaputt.
Ja, es ist tatsächlich auch so ein Weglaufen und... Es ist ein Weglaufen und ja, ab und zu mal hinlaufen und einen Schlag aufsetzen. Oh Mann. Oh Mann, Leute, Leute, Leute. Was ein spaßiger Bosskampf, ey. Oh Mann. Ja, okay. Ja, gut, also das ist wild. Das ist richtig wild. Du blöder Hund, ey. Blöder Affe. Ja, genau. Kack dir in die Hand. Ich sehe nix. Kamera, 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 Kamera. Ach, na bitte, geht doch. Heiland, zack. Das zählt als Shinobi-Exekution, echt? What the? Hey! Gehen Sie bitte weg! Bleiben Sie bitte... Nee! Ach nee! Du bist ein untoter Affe!
Oh nee, geh weg, Affe. Jetzt benutzt du auch noch das Schwert, ey. Du glaubst es ja nicht. Was zum Geier? Ist das dumm? Nee, 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 lauf weg. Scheiße. Wo will ich denn jetzt hin? Ah, dahin. Okay. Okay. Ja, jetzt auf einmal war er leicht. Weil ich mich halt gelevelt habe, ne? Bevor ich wieder hin bin zu ihm. Aber das war jetzt schon echt viel zu einfach. Dafür, dass der mich mal groß rumbrüllen lassen hat. Was ist das hier? Wo bin ich? Was soll das? Warum klingt das so, als würde hier eine U-Bahn durchfahren? Hallo? 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 Ist irgendwer außer ein paar Geckos? Irgendwer da? Hallo?
Guten Tag! Wer sind Sie? Was machen Sie hier alleine im Dunkeln? Das sieht gefährlich aus. Der will nicht antworten. Wie jetzt? Nee, was kriege ich hier wieder? Panik, Grauen. Ach, das killt mich instant. Ach komm, ey. Ach ja, wunderbare Mechaniken hier in diesen Spielen, ey. Geil, ey. Oh, Instant Kills, ich liebe es. Beste Mechanik. Ach, scheiß doch auf den, ganz ehrlich. Tschüss. Brauch ich nicht. Hi, wer bist du? Ihr greift mich halt echt an, ihr dämlichen kleinen Schaben. Was ist das jetzt? Nicht beißen. Nicht beißen. Stopp, 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 stopp. Es reicht. Es reicht. Genug. Hat dir auch keiner beigebracht, dass man nicht einfach Leute beißt. Wo bin ich jetzt hier? Hier war ich doch schon mal. Lol, hier komme ich... Oh Mann. Hätte ich den Typen ja gar nicht killen müssen, weil hier war ich nämlich schon. Da hinten, hier hinten. In der Höhle oder was? Da, wo die Geckos waren. Okay, und was ist hier? War ich hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich hier... Ja, hier war ich auch schon. Ihr seid doch Mistsäcke, seid ihr. Alle beide. Du mit deinem hässlichen Gewehr. Was war denn hier nochmal? Ein Aufzug. Und wo hat er mich nochmal hingebracht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe den gar... Ich glaube, ich bin den nicht hochgefahren. Naja, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Nun, ich denke, ich bin den doch hochgefahren. Ja, aber hier komme ich nämlich... Ah, kann ich hier... War hier nicht irgendwo ein Tor, das ich aufmachen konnte? War hier nicht irgendwas von wegen... Der wollte eine Blume haben. Habe ich jetzt... Habe ich die Blume oben gefunden? War das das Windrad? Schneeweiße Blume finden, wo kann sie nur sein? Is this the pure white flower? Ja, guck mal. That's... Oh, everyone. They are children. And I remember a pinwheel. Für dieses Kind, sag, kann ich euch einen Gefallen bitten? Was könnt ihr? I don't follow. I know about you. You're a shinobi, right? Those monks say.
wegzaubern können, sie verschwinden lassen, als wären sie niemals da gewesen. Warum wünschst du dir das? And then I'll get to see them. I'm in charge of looking after the children, after all. You can do that, right? Die Kinder sind tot. Die Kinder sind alle tot. I cannot. I see. If you change your mind, please tell me. Soll ich ihn jetzt umbringen? Please, can you spirit me? Oh, I'm sure that everyone will be. And then I'll get. I'm in charge of. You can do that. I cannot. I see. If you change your mind, please tell. Das heißt, die Quest zu erledigen wäre, ihn zu töten. Vermute ich. Er sollte auf die Kinder aufpassen. Und die sind gestorben. Und jetzt will er zu ihnen. Oh, ist das mies, ey. Kann ihn doch nicht deswegen umbringen. Er kann doch auch nichts dafür. So wie er redet und so wie er sich gibt. Sag mal. So, bevor ich jetzt hier weitermache, weil ich mache gerade ein bisschen Fortschritt, so richtig den Spaß in dem Spiel hält sich echt immer noch mega in Grenzen, ne? Aber ich habe gesagt, ich mache alle Bosse aus allen From Software Spielen seit Demon's Souls und da gehört die Nummer halt auch dazu. Jetzt muss ich da durch. Aber danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.